So, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play New Super Mario Bros. Endlich kann ich es auch auswendig. Und ja, im letzten Part haben wir die Welt 4 freigeschaltet, noch vor der Welt 3, was ein bisschen, naja, ich sag mal, nicht gerade passend war. Ich hätte eher erst Welt 3 freischalten sollen und dann dieses Geheimnis enthüllen, sag ich mal. Aber naja, macht nichts. Wir können uns nochmal dieses Scheiß-Level hier widmen und, Leute, ich mach mir erstmal hier den Sound leiser, das ist nicht zu ertragen. Wartet. So, jetzt kann ich mich wenigstens, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht meinen Windows-Sound gehört, auf jeden Fall, das geht überhaupt nicht. Wow. Ach, ich bin ja immer noch der Pisser. Ja, das möchte ich aber nicht mehr. So. Ja, jetzt landet es genau da drauf. Aber wisst ihr was, da kommt gleich noch ein zweites raus. Oh, doch nicht. Okay, jetzt habe ich richtig schön gefailt, aber... wenn ich daran zurückdenke, Leute, wie heftig ich den letzten Part gefailt habe. Naja, aber wir haben die Welt freigeschalten. Das war eigentlich die Hauptsache, die ich erreichen wollte. Und ja, Leute, ich habe ja mal erwähnt, dass der Ingame-Sound... Ja, schon fängt's wieder an, Leute. Zu leise ist. Ich habe das Problem gemerkt. Heißt, es wird lautere Audio geben und dann seid ihr alle zufrieden, glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Was weiß ich. Na komm, roll uns aus. Wow. So. Da gibt's noch die neue Feuerblume und jetzt... Wow, fast bin ich reingelaufen. Und runter da. So, und runter da. So. Ich glaube, der kommt jetzt von oben, oder? Nein. Na, das konnte ich nicht. Ihr wisst, wie unfair dieses Spiel ist, Leute. Übrigens, über den Counter habt ihr überhaupt nichts geschrieben. Das finde ich schon irgendwie komisch. Wenn ihr interaktiv an diesem Let's Play mitwirken müsst, dann müsst ihr mir schon schreiben, was ihr haben wollt. So, ich hole mir gleich die gute alte... Ihr wisst schon, Feuerblume zurück. So, Halbzeit ist erreicht, aber... Es ist ja gar nicht unser Ziel, das hier möglichst schnell zu machen, sondern einfach nur sicher. Ihr merkt auch, dass ich wahrscheinlich ein bisschen verschnupft bin. Ich bin auch erkältet und war heute nicht in der Schule, wie tragisch auch. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe meinen Abschluss, aber Schule habe ich natürlich noch. Ein Ausflug hatten wir heute, da bin ich nicht hingegangen, weil ich krank war. Aber anstatt meine Leidensgeschichte... Seht ihr, wie unfair das ist? Man rutscht da immer so. Das ist richtig asozial. So, da gibt es auch eine Feuerblume, das ist nicht so asozial, sondern ganz schön cool. Boah, wie soll ich den Ding denn ausweichen? Zack, und hier runter. Denn da rein möchte ich nicht. Wow, oh, ich hab Angst. Kann ich mich hier verstecken, ne? Nein. Jetzt muss ich da ohne Feuerblume hin. Nein, Spaß, wir haben hier noch hier eine unten, ne? So. Holen wir uns das gute Stück. Nein, nicht schon wieder rutschen. Seht ihr, man rutscht da immer so, wenn man einen Abhang geht. Obwohl man das gar nicht will. Ich hab geweint, jahrelang. Und zack. Ja, ihr seht diese unsichtbare Wand mal wieder. So, den guten Kollegen können wir auch kaputt hauen. Wow. Zack, 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 zack. Wo ist er? Wow. Zack, 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 zack. Ah, nein. So, tot. Okay, das war jetzt ein bisschen easy. Ich habe ja gesagt, im Vergleich zum letzten Mal werden wir den richtig krass weghauen, weil der nicht richtig easy ist. So, dann schalten wir uns auch gleich mal Welt 3 frei. Okay. Schaut, jetzt passiert gar nichts. Dann haben wir auch Welt 3 freigeschaltet, Leute. Innerhalb zwei Parts, zwei Welten. Das muss man ja danach machen. Ah, Leute, da seht ihr es auch jetzt nochmal. Och, das ist ein wunderschöner Strand. Naja, gut so. Speicher natürlich. So, Leute, da wird es auch unser Abenteuer auf den Strand losgehen. Dann fangen wir an mit dem ersten Level. Och, 18 Leben, Leute, wir sind so rich. Ist das ein Scrolling-Level? Wenn ich schon runter muss, wird es wahrscheinlich eins sein, oder? Es ist eins. Oder nee, das ist gar keins, oder? Nee, das ist kein Scrolling-Level. Das ist ein Stinknummer. Bis jetzt ist es kein Scrolling. Ah nein, die kleinen Fische können mir auch Schaden zufügen. Okay, es ist kein Scrolling-Level. Schau mal, das ist schon mal gut, Leute. Aber wir müssen die ganze Zeit diesen komischen Fischen hier ausweichen. Und hoch mit dir. Ach, die kriege ich nicht mehr. Ich sollte eher darauf aufpassen, dass ich sicher... Sicher spiele. Leute, ihr habt es gerade gehört. Wow. Super Pilz. Das bringt uns jetzt nicht viel, weil ich eigentlich die Starcoin haben will. Ich finde keine Starcoin. Wo sind hier Starcoins? Okay, Leute, das Level ist richtig lame bis jetzt. Null Action, da ist die erste Starcoin. Hoffe ich mal. Und das ist ein lilaner Fisch. Leute! He follow us, schneller hoch, schneller hoch.
Ich Idiot. Ich Idiot. Ich schaue nur auf diesen lilanen Fisch. Ihr habt es jetzt nicht gesehen, aber ich habe mir richtigen Facepalm gegeben. Oder Facepalm. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Facepalm. Oh mein Gott. Ah, nein. Ich habe wirklich nur auf diesen komischen anderen Fisch geachtet. Jetzt freue ich aber. Zack. Ja, Feuerblume. Genau, was ich wollte. Denn der Stern bringt mir in der Passage, wo kaum Monster sind, null. Habe ich jetzt mein Headset ausgemacht? Nein, habe ich nicht. Dachte ich schon. Das sah so komisch aus. Düm, düm. Wow, da ist der Fisch. Stirb, du Bastard. Jetzt sage ich überhaupt nichts, aber ich muss mich hier immer konzentrieren, Leute, damit ich nicht den Fisch zum Opfer falle, der jetzt wahrscheinlich gleich auftauchen wird. Go away, Bitch. Zack, 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 zack. Er schaut gerade weg, er schaut gerade weg, er schaut gerade weg. Hoch mit dir. Und jetzt lass dich runtertreiben, das kannst du doch so gut. So. Nein. Nein! Nein! Oh, Leute. Nein! Schnell! Er kommt, der Fisch des Grauens. Nein! Nein! Nein, geh weg, du Dämon, du Bastard, ich hasse dich. So, das hier ist mir egal. Ich will einfach die letzte Star. Ah, Gott, der Fisch des Todes. Oh, das Level, Leute. Wir haben die erste Star-Coin verpasst. Ich weiß zwar nicht, wo die war, aber vielleicht finden wir es irgendwann mal raus. Wie schon gesagt, mein Ziel ist ab jetzt nur noch eine Star-Coin zu finden. Und wenn ich die zweite bzw. dritte nicht finde, dann ist das halt so. Okay, das klang jetzt ein bisschen strange, aber egal. Wir haben das zweite Level freigeschalten, aber... Wir könnten auch am Ende des Parts werde ich hier speichern. Das ist richtig praktisch. Da muss ich nicht zwei Parts hintereinander aufnehmen. Damit wir das eine Level da erreichen können. So, da ist auch eine Fragezeichen-Box-Kiste. Was weiß ich, wie man das sagt. Und ja, Leute, die zu holen muss. Boah, ich dachte schon, ich muss jetzt in den Abgrund springen, um die zu kriegen. Nein! Nein, bleib hier! Was ist das? Oh, eine Feuerblume. Seht ihr, die ist genau am Bildschirm rein. Oh, ich krieg sie noch. Ich hab sie noch gekriegt. Oh, ich liebe solche Level, Leute. Das wisst ihr. Außer wenn sie unfair sind. Mit diesen Liedern. Rosa, da meine ich natürlich. Die sind richtig unfair, aber solche Level liebe ich. Wehe, ich sehe jetzt... Oh, ich dachte schon, ich sehe jetzt diesen komischen Typen da ansausen mit denen, der immer so Stachis oder sowas runterwirft. Bam, 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 bam. Das macht Spaß, Leute. Wow, das ist bis jetzt mein Lieblingslevel, Leute. Diese Musik. Zack. Und... Oh, nee. Das ist eins der Dinge, die ich nicht so sehr mag. Aber wir kriegen alle Münzen. Wow. Aber wir haben keinen Starcoin gekriegt. Aber wir kriegen sie wahrscheinlich da unten. Okay. Wow. Ja, Starcoin. Her damit. Dann los, hoch mit dir. Ja, geschafft. Also Leute, wer mir sagt, dass er diese Musik nicht feiern kann, denen ist auch nicht mehr zu helfen. Leute, war der Sprung gerade knapp. Ich wollte schon wieder den nächsten Fail-Schrei. Den kriege ich nicht mehr. Oder? Nein, den kriege ich nicht mehr. Da, hoch. Es geht nicht. Es ging gerade einfach nicht. Er ist einfach nicht hoch genug gesprungen. Ja, ich weiß nicht, er ist hoch genug gesprungen, sondern ich. Hört auf, okay. Das weine ich. Nein, Spaß. Ha, ha, schnell. Riesenpilz. Komm, helf mir. Nicht Riesenpilz, ich meine natürlich Feuerpilz. So, oh, die Cycle muss ich mir jetzt immer nochmal holen. Ja, das ist ja eine schöne Scheiße, sag ich mal. Bam, 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 hoch. Ja, seht ihr diese Millimeter, die da fehlen? Ja, auf diese Millimeter musst du achten. Ja, ich weiß. Ich weiß doch. Ich weiß doch Bescheid über dieses Spiel, obwohl, wenn ich da übel der Noob bin. Ha, ich hoffe, dieses Let's Play unterhält euch auch, Leute, bei meinen ganzen Fails. Ich will halt einfach keine... Fuck. Schaut mal, ein rosa Elefant. Seht ihr? Da ist einer gewesen. Also beschwert euch nicht. Oh, Leute. Ich freue mich schon auf die Videobearbeitung. Dann kann ich einen rosa Elefanten einfügen. Ich freue mich. Naja, Leute. Zwischen all den Fällen sollte ich mir mal angewöhnen, dass ich nicht so oft sterbe. Ich bin schlecht in diesem Spiel.
Ja, Leute, jetzt für die Gesprächsthemen, ne? Schreibt mir doch gerne rein. Über was kann ich reden? Aktuell. Was ist denn aktuell derzeit? Die VidCon oder ist die schon vor. Fick dich! Scheiß Drecksteil. Ist die VidCon schon vorbei? Fick dich! Scheiß Mario. Ich hasse dieses Spiel. Oh Leute, wir sind erst in der dritten Welt. Ich bin ungefähr gefühlte 81.000.034 Mal gestorben. Und es sieht nicht so aus, als ob das weniger werden würde. Was so geil, da kommt auch noch einer raus. Auf jeden Fall, Leute. Je weiter ich dieses Spiel spiele, kann ich nicht mehr. Ich hasse es langsam. Ich will da hoch. Oh Leute, wie konnte ich das als Kind durchspielen? Genau, VidCon ist zurzeit. Weiß ja nicht, wie euch das interessiert. Mich auf jeden Fall nicht so groß, weil. Ja, ist in L.A. und ich bin hier in Deutschland. Scheiß Dreckspiel. Da ist die Starcoin. Und jetzt schön warten. Das geht nämlich nicht. Fast! Habt ihr gesehen? Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse auch vor allem diese Stelle. Aber ich hab's geschafft. Das versuche ich nicht. Scheiß auf die Starcoin. Fuck you, Starcoin. Ich will dieses Level bloß schaffen. Und so, wie diese Stelle hier aussieht, schaffe ich es nicht. Als ob mich interessiert, ob da unten irgendwelche Münzen sind. Dafür. Ha, seht ihr? Dieses Todesding, das will mich rutschen lassen. So, einfach ruhig bleiben. Es kann gar nichts passieren, außer dass da ein fliegender Koopa ist. Ah! Ah! Nein! Egal. Geschafft. Dreckslevel. Leute, ich hasse dieses Level. Egal, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben das Level geschafft. Wir freuen uns doch jetzt alle. Übrigens, jetzt will ich euch einen kleinen Trick zeigen, falls was ihr. Ihr könnt mit L oder R. Wartet. Mit L oder R nach links bzw. rechts zoomen. Wenn ihr schauen wollt, welche Level euch noch in dieser Welt erwarten. Ne? Hoffe, der Trick hilft. Wenn es euch so Matrizen interessiert und wir schaffen den Part sogar wahrscheinlich die erste Burg. Und was zum Geier ist das? Kann ich mich hier abschießen lassen? Okay, in die Luft anscheinend. Hermit. Oh, schon wieder Stachy. Nicht Stachy, sondern Cooper-Panzer. Die goldene Mitte nehmen wir mal. Ah, okay. Das ist so eine Art Spider-Man-Level. Nur, dass wir keine. Fuck! Ah, ich kann mich hier auch umdrehen. Wie mache ich das denn genau? Nein! Die Starcoin kriegen wir nicht so wie im letzten. Dass wir die ganze Starcoin nicht gekriegt haben. Da können wir uns runterfallen lassen. Das ist nicht mehr schlimm. Und jetzt mal nach rechts. Vielleicht gibt es da noch eine Starcoin. Lol. Ach, verdammt. Ich kann das steuern. Dann lasse ich das mal gerade. Beziehungsweise drücke einfach nichts. Oder nach oben. Ach, der tut mich automatisch da rein. Oh, okay. Und der nach links wird mich, der wird mich jetzt wahrscheinlich nach links hauen, oder? Ja, sag ich, rechts meine ich natürlich. Ach, dieses Geräusch. Wee-hoo. Auf jeden Fall haben wir unser Ziel, dieses Level, eigentlich schon erreicht. Spring! Spring! Wie dreht man hier um? Ich glaube mit Kreisch... Ah, wie... Jawohl, Leute! Mit Y können wir uns hier... Ah, das hier geht's nicht. Nein! Oh Leute, das ist reine Konzentration. Ich rede so wenig. Ich rede so wenig. Hab's geschafft, Leute. So. Ich versuche jetzt mehr zu reden, Leute. Denn ich habe mich wirklich die ganze Zeit nur angestrengt, dieses Zeug hier zu schaffen. Aber bis jetzt ist es ganz easy. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel rede. Aber es ist ganz einfach, das Level eigentlich. So, was können wir uns. Ah, okay. Wow, wow, wow. Aufpassen, dass wir nicht runterfallen. So, ich hoffe, wir schaffen das Level noch. Es sind jetzt mittlerweile 15 Minuten. Mal wahrscheinlich überlege. Aber, vielleicht kriegen wir noch irgendwas Besonderes. Was ist denn hier?
Okay. Okay. Zack. Fast geschafft. Hab's geschafft. So, jetzt haben wir ein Problem. Nein! Fast. 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 Fast schaffen wir nicht mehr. So. Ich bin da natürlich aufgepasst. Ich bin natürlich aufgepasst. Gutes Deutsch, Silber. Gutes Deutsch. Ich natürlich habe aufgepasst, dass ich da nicht sterbe. Aber so wie es aussieht, muss ich da. Schaffe ich das einfach nicht. Oder beziehungsweise ich habe jetzt keine Lust mehr. Und ich möchte in diesem Part noch den guten alten Dungeon schaffen. Und wir kriegen hier eine Free Star Coin. Ganz easy. Kann man hier runter? Ah! Da können wir uns eine Feuerblume abholen. Nur will ich natürlich weiter rauf. Und ja. Da muss ich wahrscheinlich hier durch. Zack, zack, zack. Nicht kaputt machen. Jawohl. Ich glaube, das ist die Tür zum. Schon gleich zum. Weiß schon, ihr wisst schon. Mini-Bowser. Ist ja Halbzeit? Ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich nicht getroffen werde. So. Tricky. Ah, ich kann da hoch. Aber ich kann die Tür auch benutzen. Ich werde erstmal da hochgehen. Ich denke mal, dass es hier die letzte Starcoin gibt. Habt ihr den Trick 17 gesehen? Scheiße, ich weiß halt nicht, wo die sind. Nein, nein, nein! Boah. Nein! Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt euch bestimmt in meine Lage hineinversetzen. Ich habe keine Lust mehr. Das war's vom Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao.